Der Hintergrund der Morde und des Selbstmords in Senzig in Brandenburg ist laut Staatsanwaltschaft, die Berliner Medien zitieren, ein gefälschtes Impfzertifikat. Der Vater, der seine Frau, die drei Kinder und sich selbst erschossen hat, hatte laut Abschiedsbrief Angst vor einer Verhaftung. Er hatte seiner Frau ein gefälschtes Impfzertifikat besorgt, wovon deren Arbeitgeber wusste. Die Eltern hätten befürchtet, man werde ihnen die Kinder im Alter von 10, 8 und 4 Jahren wegnehmen. Der Schock in Senzig bei Königs Wusterhausen, einem Vorort von Berlin, ist groß.